Die Symbolisation ist ganz sicher ein Epiphänomen, denn ohne den Durchgang durch den ersten Tod, durch das Erkennen des verworfenen leiblichen und verlorenen körperlichen, gibt es gar nicht dieses Bewusstseinsphänomen in seinem Entstehen und in seiner Tröstungsphantasmatik eines dritten symbolischen Rings, der da eingefügt wird. Jenes Rings, sie alle zu knechten,